Mit Apple HomeKit wird die Hausautomation zum Kinderspiel. In diesem Video zeige ich euch, wie einfach sich das neue Gartenbewässerungssystem Elgato Eve Aqua einrichten lässt. Mithilfe der Kamera am iPhone wird der QR-Code am Gerät eingescannt und durch die Meldung, die oben erscheint, gelangt man direkt in die Home-App. Anschließend wird der Eve Aqua einem Raum zugewiesen. Sollte dieser noch nicht vorhanden sein, lässt er sich ebenfalls in der App erstellen. Nun kann man in der Home-App den Eve Aqua ein- und ausschalten. Unter Details legt man noch die sogenannte Aktivzeit fest. Das ist die Dauer, in der nach einem manuellen Start bewässert wird. Außerdem werden noch einige technische Informationen angezeigt und man gelangt von hier aus ebenfalls in die Elgato Eve App. In der findet man noch einmal einige Einstellungen und detaillierte Informationen.